Hallo, mein Name ist Tim Weber. Ich befinde mich hier in Echterdingen vor einer Grundschule. Diese Grundschule ist zeitgleich ein Abstimmungslokal. Denn heute, am Sonntag, den 27. November 2011, findet die Volksabstimmung über Stuttgart 21 statt. Das ist das direktdemokratische Großereignis in diesem Jahr. Wir von Mehr Demokratie e.V. sind nach Baden-Württemberg gefahren, weil wir uns die Volksabstimmung mal näher angucken wollen. Vor allen Dingen wollen wir prüfen, findet diese Abstimmung unter fairen Bedingungen statt. Ein Riesenproblem ist natürlich das Zustimmungsquorum von 33,3%. Die Gegner von Stuttgart 21 müssen nämlich nicht nur die Mehrheit der abgegebenen Stimmen hinter sich bringen, sie müssen zeitgleich ein Drittel aller Stimmberechtigten von ihrer Forderung überzeugen. Das sind immerhin 2,5 Millionen Menschen. Bei unserem Streifgang durch Baden-Württemberg, durch Stuttgart, haben wir sowohl mit Befürwortern als auch mit Gegnern von Stuttgart 21 gesprochen. Wir sind jetzt in Stuttgart. Gleich schließen die Abstimmungslokale für den Entscheid über das Projekt Stuttgart 21. Dabei gibt es ja das Zustimmungsquorum. Oftmals bei solchen Abstimmungen erleben wir, dass dann die eine Seite die Abstimmung boykottiert und sich nicht an der Diskussion darüber beteiligt. Das ist ganz schlecht für die Demokratie. Dies war diesmal aber nicht der Fall, denn beide Seiten haben bis zum Schluss um jede Stimme gekämpft, teilweise etwas verbissen, aber sie haben wirklich alles gegeben, um die unentschlossenen Wähler noch zu überzeugen. Das ist auf jeden Fall gut. Trotzdem wäre es natürlich sehr schade, wenn das jetzt ein unechtes Scheitern der Projektgegner wäre. Das heißt also, dass hier eine Mehrheit der Leute für den Ausstieg zu dem Projekt stimmen würden, aber es trotzdem sozusagen das Gesetz nicht gültig würde, weil das Quorum verfehlt wird. Das würde eben keine befriedigende Wirkung haben, sondern es ist davon auszugehen, dass der Konflikt dann sehr heftig weiterkochen würde. Und das zeigt auch, wie schlecht dieses Quorum ist. Darauf machen auch viele Medien aufmerksam. In den Zeitschriftenartikeln und Zeitungsartikeln haben wir oft gelesen, dass es einfach Zeit ist, die direkte Demokratie in Baden-Württemberg zu reformieren und dass eine wichtige Lehre aus dieser Abstimmung ist. Ja, aber ich will nicht das Ergebnis, ich will die Beteiligung. Wenn die nicht die Mehrheit haben, dann glaube ich auch. Dann sind viele Leute hier. Dann sind es dann zu viele. Ich bin Silvia Knittel aus Stuttgart. Ich bin Vorstand im Landesverband Baden-Württemberg bei Mehr Demokratie. Es war jetzt sehr spannend mit der Auszählung und es wurde von Mal zu Mal stieg die Wahlbeteiligung. Wir sind natürlich total erfreut, dass 47% jetzt im Moment gerade aktuell zur Wahl gegangen sind, was ein ganz tolles Ergebnis ist für die direkte Demokratie, weil das extrem wichtig ist. Man hat vorher gesagt, die Leute interessieren sich nicht dafür, aber sie haben sich doch dafür interessiert. Und das ist natürlich auch ein Zeichen ganz deutlich an die Politik, dass die Menschen mitreden wollen. Das haben wir natürlich in Stuttgart im Laufe der letzten anderthalb Jahre deutlich erlebt. Aber auch die Wahlbeteiligung im Land draußen war sehr, sehr hoch. Und das ist ein Zeichen, dass auch die Leute im Land für ein Thema, was sie eigentlich so gar nicht wahnsinnig im Kern interessiert, trotzdem zur Wahl gegangen sind, weil sie das Gefühl haben, ich muss meine Stimme erheben, endlich werde ich mal gefragt. Und das ist ein guter Ansatz, dass wir da erfolgreich künftig tätig werden können.